Hallo Freunde, schön, dass wir euch wieder neugierig machen konnten mit unserer Überschrift. Wir haben heute mal ein Notizbuch oder Ideenbuch gestaltet. Und wenn ihr sehen möchtet, wie das geht, bleibt dran, viel Spaß. Heute möchte ich mir endlich mal ein neues Notizbuch gestalten. Ich habe mir jetzt dafür so ein Ringbuch ausgesucht, weil man da den Deckel abmachen kann. Gestalten hatte ich euch in meinem Einkaufsvideo schon gezeigt und auch vorher schon mal erzählt, hatte ich mir solche tollen Silikonformen gekauft von Katie Sue Designs bei Amazon, verlinke ich euch natürlich wieder unter dem Video. Die wollte ich jetzt dafür benutzen. Bin schon ganz gespannt auf den Drachen und Schild und Schwert, wie das aussieht. Heute ist der Tag der Tage, heute machen wir es endlich. Um den Deckel von so einem Buch zu bearbeiten, hatte ich ja gesagt, kann man das hier aufmachen, den Deckel abmachen. Das lege ich mir dann beiseite. Da kann man die Dinger hier ein bisschen aufbiegen. Und dann nimmt man sich den Deckel raus. Na komm her. Vorsichtig, dass das andere nicht alle draus flutscht. Ach, ist zu. Kann ja nicht passieren. Dann kann man sich das beiseite legen und kann sich den Deckel gestalten. Ich wollte dann jetzt den ganzen Deckel mit so einer Drachenhaut belegen. Da hatte ich mir zwei verschiedene Sorten gekauft. Einmal so ein bisschen knubbelig und einmal so als Schuppenmuster. Wir haben uns für das Schuppenmuster entschieden. Dafür mache ich mir jetzt erstmal zwei Platten. Oder eine. Dass man die so drauflegt. Eine so. Erstmal eine so eine Platte. Muss man gucken, ob der Drache überhaupt drauf geht auf die eine. Ach so. Und dann, das sieht nämlich knapp aus. Ganz schön knappig, ja. Ja, muss ich vielleicht doch hier unten ansetzen und oben noch mal ein Stück ansetzen, dass es ein bisschen größer wird. Ja. Und da kann man sich jetzt überlegen, das kann man jetzt alles mit Resin ausgießen, also mit Gießharz oder mit so einer Modelliermasse machen. Es geht immer beides. Man muss sich bloß immer entscheiden, welches Material möchte man jetzt verwenden. Wir nehmen heute wieder Creal Duren 3. Ja, warum? Man entscheidet sich. Am schnellsten geht. Ja, die 2 Minuten Resin geht genauso schnell. Also ist halt immer... Womit arbeitet ihr lieber? Müsst ihr euch entscheiden. Das ist nicht so einfach. Wenn Resin besser wird, nicht so kraftaufwendig ist. Resin ist nicht kraftaufwendig. Kannst du alles mit einmal ausgießen. Hast alles fertig. Muss nicht so lange trocknen, wie jetzt hier die Modelliermasse. Das stimmt natürlich auch. Muss dann nicht trocknen erst. Ist immer schwer. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ach, so ein Merkmal oder sowas, eine Entscheidungsmöglichkeit habe ich immer. Diese Modelliermasse ist für den Innenbereich und das Resin kann man auch nach draußen stellen. Ja, also wenn er, brauchst du nicht nach draußen. Genau, und deswegen arbeite ich jetzt heute mit dem Creal. Man kann jetzt die Modelliermassen oder das Harz in diese Silikonform einfach reinmachen. Man kann aber auch ein Trennmittel verwenden. Ich habe jetzt hier von der Troll Factory so ein Formentrennwachs. Damit streiche ich mir beim ersten Mal benutzen diese Formen jetzt immer aus, dann geht es einfacher raus. Es geht auch ohne, aber leichter geht es halt, wenn so ein Wachs drin ist. Und dann kann auch schon die Modelliermasse da rein. Und ich nehme jetzt immer zur Hilfe so einen tollen Rollstab. Der ist von Viva Decor, extra für Pardo-Arbeiten. Also solche, das ist auch so eine Knetmasse. Und damit lässt sich das gut in so einer großen Form verteilen, finde ich immer. Und wenn es ein Hilfsmittel gibt, nutze ich das jetzt gerne, weil das geht alles auf die Finger, auf die Hände. Und man braucht Kraft. Scheiße Fitnessstudio. Scheiße Fitnessstudio. Wir machen das hier beim Basteln. Jetzt habe ich alles schön voll, schön ausgerollt. Jetzt kann man das wieder aus der Form rausholen. Bisschen biegen, ist ja eine schöne Silikonform. Dann kann man sich dazu rausholen. Na komm. So. Perfekt. Ja. Dann brauche ich wirklich noch ein halbes da oben. Also da mache ich mir dann bloß ein halbes. Ja. Und eine Seite bleibt. Ja, das streiche ich so ein bisschen. So. Das wollte ich so ein bisschen auslassen. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Glatt streichen, dass es so außen glatt ausläuft. Mhm. So, dann habe ich jetzt hier nochmal so ein kleines Teil gemacht. Mache ich das wieder aus der Form raus. Und dann kann man das jetzt hier nämlich ansetzen. Sollte man. Sag so. Bloß, das passt. Ja, das extra dafür gemacht, dass das so passt. Dann kann man das schön ansetzen alles. Und hier oben dann halt abschneiden.
wollte ich dann irgendwie bloß ein bisschen glatt streichen. Hier so ein bisschen runterdrücken. Ja, jetzt klebe ich mir das erstmal auf. So, dafür nutze ich Uhu Bastelkleber. Der klebt alles. Und verstreiche mir das ein bisschen. Und dann kann das da drauf nämlich trocknen. So wie ich mir das da anordne, kann das dann alles schön trocknen immer. So, dann wird das hier wieder drauf gelegt einfach. Jetzt das obere Teil nochmal angepasst. Das ist so cool, diese Formen sind so edel. Keinen Übergang. So, und jetzt habe ich mir gedacht, hier unten, das streiche ich einfach und am Rand streiche ich einfach so ein bisschen glatt. Dann sieht das aus wie ein gehäuteter Drachen. So, jetzt kommt die nächste Form dran, da kommt jetzt der Drachen. Und da merken wir jetzt eigentlich schon, da passt jetzt glaube ich nur der Drache drauf. Und Schwert und Schild gar nicht mehr, aber ich habe mir ja auch noch ein größeres Buch gekauft. Also beim nächsten Mal kann ich dann ein größeres Buch bearbeiten. Und da passt dann Schwert und Schild mit dazu. Aber naja, haben wir nochmal ein Videozeit. So, und die Modelliermasse, die jetzt hier übergeblieben ist, die ich da abgeschnitten habe, das kann man ja immer wieder verwenden, wird wieder zusammengeknetet. Und dann kommt das jetzt in den Drachen hier so rein. Aber ich ja ein bisschen eine Wurst. Das sind so schöne Formen. Also, als ich die gesehen habe, da war ich hin und weg. Habe ich schon so lange gesucht, sowas. Und dann gibt es sowas einfach irgendwo zu kaufen. Ich staune jedes Mal, dass man irgendwann die Sachen dann doch findet. Die Flügel kommen extra, ja? Mhm. Die sind da ja nicht gleich dran. Nee, die werden angesetzt dann. Die kannst du nämlich da hinsetzen, wo du sie brauchst. Wenn du den jetzt liegend machst oder noch ein bisschen biegen willst, den Drachen, weil er nicht so ganz auf dein Dings da drauf passt, kann man den auch noch ein bisschen hin und her biegen und anpassen. Was das alles gibt. Ja. So, und jetzt wollen wir den Drachen. Und jetzt geht er nicht raus. Das wäre natürlich ein Hammer, aber der geht. Ist natürlich eine stabile Form. Haben wir ihn, den Drachen? Na komm her, der Schwanz noch. Da haben wir ihn. So, und jetzt kann man nämlich den Drachen so noch ein bisschen bewegen und kann jetzt sagen, ich will den jetzt hier oben hin haben oder ich will den noch ein bisschen schräger oder was weiß ich. Ihr seht jetzt hier gerade mein Pinsel, der verliert seine Haare. Das Stück hier brauche ich gar nicht mehr. Doch, das ist doch mit dran. Mensch. Fast den Schluss abgemacht hier. So, jetzt dann die Flügel. Das muss ich jetzt hier ein bisschen rinkneten. So, jetzt brauche ich noch Schild und Schwert. Ach, kann ich gleich alle dann eben voll machen. So, meine Knete. Keine Knete. Ne, die habe ich nicht mehr, seitdem ich dich kenne. Bisschen Knete haben wir noch, ein bisschen Knete. So, jetzt haben wir Schwert und Schild fertig und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das angeordnet kriegen hier noch. Dass wir das hier irgendwie angesetzt kriegen. Wie wolltest du das haben, dahinter gesetzt haben? Ich zeig dir das. So, da muss man sich das immer versuchen hinzulegen, wie man es haben möchte oder wie dann eventuell auch passt. Jetzt haben wir uns überlegt, hier die Schwerter könnten wir eventuell hier so ranmachen. So, unten wieder ein bisschen rausgucken lassen. Genau. Habe ich nicht gute Ideen? Ja, manchmal hast du gute Ideen. Aber musst du ein bisschen gerade gucken, dass es gerade aussieht. Nicht, dass jetzt da das Schwert so aussieht wie abgeknickt. Wie verbogen. Mein Schwert gebogen. Und so muss ich mir dann jetzt jedes einzelne Teil festkleben. Und dann muss es trocknen an Ort und Stelle.
Ja, wunderschön. Schön ist der Drache. Wir haben das Ganze dann jetzt einen Tag ungefähr trocknen lassen. Und jetzt kann man das farblich gestalten. Wir haben uns gedacht, wir machen das erstmal alles schwarz. Wie die Nacht. Schwarz wie die Nacht. Wird erstmal alles schwarz grundiert und dann kann man nachher weitersehen mit Farbe. Ja, das ist ja jetzt, wie nennt sich das immer, was du machst? Ja, bei Mixed Media macht man das auch zuerst grün oder weiß oder nee, das schwarz nennt sich. Oder, hm? Ach, ich habe den Namen vergessen für, wie man das macht. Keine Ahnung. Das heißt, das ist auch, wenn du abwaschen tust, wieder die Farbe. Wie nennt sich das? Patinieren. Patinieren, genau. Hat da jetzt nichts mit Patinieren zu tun, ich mach's doch nicht wieder runter. Nee, aber du hast jetzt nachher nur die schwarzen, die Tiefung schwarz und das andere nachher farbig, oder nicht? Ja, ungefähr. Also doch patinieren. Nee. Nee, willst du dich jetzt mit mir streiten, oder? Ja. Was ist das? Grundieren. Die Grundfarbe. Grundieren. Na gut. Gib mir Schlangen. Hast sowieso keine Chance. So, jetzt ist erstmal alles schwarz vorgrundiert und jetzt muss es wieder trocknen. Müssen wir mal einen Föhn nehmen, wa? Oder auch trocknen lassen. Und zum Schluss holen wir dann jetzt die ganzen schön gestalteten Sachen wieder ein bisschen mit Wachspaste hervor. Dafür gibt es Inka-Gold in verschiedenen Farben. Wollte ich jetzt sagen, jetzt habe ich überlegt, was ich sagen wollte. Soll man sich vorher überlegen, was man sagen will? Ja. Inka-Gold in verschiedenen Farben, einmal in Silber, in Gold, in Grün, in Blau. Also da gibt es ganz viele verschiedene Farben. Ich mache jetzt hier erstmal mein Schwert und das Schild Silber. Hier fängt das jetzt langsam an, das ist eine ganz alte Farbe hier noch. Wir nehmen eine neue. Von hier habe ich alle nach oben geschleppt. Ja. So. Macht aber nichts. Nee. Kann man immer noch benutzen. Machst hier ein paar Krümel raus und gehst dann hier drüber über dein Objekt, was du jetzt versilbern willst. Das hört sich auch gut an. Versilbern. Versilbern. So, jetzt habe ich mein Schild und die Schwerter denn hier. Ach, hier unten das noch vergessen. Das sieht schick aus. Schild und die Schwerter erstmal fertig. Den Drachen, da wollte ich die Flügel hier gold machen. Da kriege ich jetzt goldige Flügel. Mann. Das sieht aus wie Magic, wenn das denn. Wenn das erstmal fertig ist. Ja. Was das für Effekte macht, ja? Mhm. Diese Pasten sind einfach unbezahlbar. Von Viva. Von Viva. So, man kann die Paste natürlich auch mit einem Pinsel. Wollte man den Drachen nicht in Bronze machen? Und die Haut da unter in Grün? Das andere in Grün, ja. Das war mal gut, dass du mich hast, wa? Wir lassen den Drachen in Grün und machen das untere in Bronze. Ja, ich gebe mir wieder die Schlange. So, wie kann man denn so auftragen? Mit dem Pinsel kann man bestimmt auch. Und das ist immer, wie man mit dem Finger rankommt oder nicht. Wenn du jetzt hier oben schön mit dem Finger rankommst, geht das alle toll. Wenn du so an die Seiten nicht kommst, dann kann man auch einen Pinsel zu Hilfe nehmen. Ja, das Grün geht aber auch. Ja, ein Drachengrün. Hatte ich so im Kopf, ich weiß auch nicht warum. Und den Rest hier dieser Haut, das wollte ich alle so ein bisschen Kupfer machen. Kupferfarben. Ja, das geht auch. Das ist auch gut. Da muss man auch immer wieder gucken, kommst du da mit dem Finger noch hin oder nicht. Dann musst du einen Pinsel nehmen, wenn du da nicht rankommst. Was die Farbe gleich aus. Wahnsinn, ja. Mhm. Ich kann mal einen Pinsel raussuchen, den ich dafür nehmen will. Ist schon cool. Also da kommt nichts dran. An solche Farben kommt einfach nichts ran. Keine andere. Also man kann jetzt auch mit, wie gesagt, mit Acrylfarben kann man das auch versuchen, hier diese oberen Teile zu wischen mit einem Schwämmchen und so. Sieht aber alles nach Farbe aus und nicht nach Metallic. Ja, wenn du eine schöne Metallicfarbe hast, so. Aber die musst er musst erst mal gucken. Aber mit dieser Paste hier, das ist einfach nur edel.
Also ich habe ja auch Bilder gestaltet mit Acrylfarben. Das haben wir auch schon gezeigt, dass man das auch mit Acrylfarben machen kann. Das ist natürlich schöner, wenn man solche Pasten hier hat, aber es geht auch mit Acrylfarbe. So, und dann lässt man die Farbe, also dieses Wachs, ja, so ein paar Minuten eintrocknen. Wenn man das richtig mit dem Schwämmchen aufträgt, dann heißt das polieren, also auftragen und polieren in einem, macht man dann in einem Schritt. Wenn man jetzt aber mit dem Finger das macht, ist es ein bisschen schlecht, gleichzeitig mit dem Finger zu polieren. Dann nimmt man nochmal so ein schönes weiches Tuch und poliert nochmal hinterher. Wenn das ein bisschen angetrocknet ist, dann geht das richtig toll. Das wird richtig schön metallisch. Schöner metallischer Glanz, Wahnsinn. Ist doch edel, oder? Mhm. Also ich finde es wirklich, wirklich schön, diese Form. Wie gesagt, die muss ich unbedingt haben. Die braucht man als Bastler. Da kommt man einfach nicht da dran. Da war ich auch mit einverstanden, dass wir uns die holen. Kommt man einfach nicht dran vorbei. Auch diese Krallen und diese Steampunk-Sachen, die ich mir da noch geholt habe. Und dann baut man sein Buch einfach wieder zusammen. Ja. Tja, das ist gar nicht so einfach. Ja, das muss jetzt hier wieder rein. Und wieder zusammengedrückt werden. Ja, das ist ja einfach. Na komm. Jetzt ist die Deckplatte hier wieder dran. Und das wird jetzt mein neues Ideenbuch. Das habe ich jetzt dann immer neben mir liegen, wenn mir wieder irgendwas einfällt, was man sich aufschreiben muss. Oder wenn man so irgendwelche Ideen hat, gleich aufmalen. Rein da in das Buch. Edel. Das ist auch ein ganz tolles Geschenk, wenn ihr eine Freundin habt oder sowas, die auf sowas steht. Ein Freund steht bestimmt. Oder Freund, drauf, der da drauf steht. Also das ist so edel. Geht relativ schnell zu machen. Die Form, gut, die Form kostet ein bisschen Geld, aber die hast du ja auch den Rest deines Lebens. Die nutzen sich ja nicht ab. Und diese Modelliermasse ist auch nicht teuer. Also probiert es also ruhig mal aus, solche Sachen zu gestalten. Diese Bücher finde ich immer wieder toll und man kann damit auch Schatztruhen machen oder Gläser gestalten oder wir haben noch ein bisschen was vor. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das, wie immer, ganz, ganz einfach. Wunderschön. Ja, schön, ja.